Wenn du jetzt für dich ein Thema gefunden hast, wie gehst du ran, wie entsteht so ein Video? Also es fängt tatsächlich so an, wie ich. Mach ein richtiges Fallbeispiel. Nimm ein Thema, das du echt gemacht hast. Das wäre, glaube ich, am besten zu erklären. Wir können ja, also ich überlege gerade, bei welchem Thema Was es ist dein genau. erfolgreichstes Thema? Das erfolgreichste Thema ist die Weimarer Republik, aber das liegt schon sehr lange zurück. Ein aktuelleres Thema Ja, gern. zu einem Video ist das Thema Magersucht. Das ist wirklich so der ganz klassische Fall. Magersucht ist ja ein Thema, was bei jungen Leuten, und viele junge Leute schauen meine Videos, Wo ist die leider sehr Zielgruppe nochmal ungefähr? präsent ist. Die Zielgruppe liegt so zwischen 15 und 34 ungefähr. Und der Durchschnittszuschauer ist, sag ich mal, so 17, 18, 19. Bisschen eher höher gebildet, Gymnasiast, Student, so in die Richtung. Und eher männlich als weiblich. 30% weiblich, Ah, 70% männlich. tatsächlich. Okay. Ja, ist bei YouTube aber relativ üblich, dass mehr Männer als Frauen sind. Leider. Aber kommt aber aufs Thema an. Und genau bei dem Magersucht-Thema war es auch so, dass mir viele Frauen und junge Frauen geschrieben haben, dass sie selber betroffen sind, dass sie andere kennen, die betroffen sind und ob ich da nicht mal was drüber machen könnte. Ja. Und das habe ich schon die ganze Zeit mit mir rumgetragen, wirklich ein halbes Jahr oder so. Und habe gedacht, wenn ich das mache, dann will ich aber auch mit einer Betroffenen oder mit einem Betroffenen sprechen, um das ein bisschen plastischer zu machen. Und hab dann jemanden gefunden, ein Mädchen, die jetzt Abitur gemacht hat dieses Jahr, 18 oder 19 Jahre alt ist und die viele Jahre Magersucht hatte, jetzt inzwischen es geschafft hat, da rauszukommen. Und die hat sich bereit erklärt, bei Skype ein kleines Interview mit mir zu machen. Das habe ich mit ihr aufgezeichnet. Und habe darüber hinaus, wie ich vorhin gesagt habe, mich einfach noch eingelesen in das Thema, verschiedene Literatur gewälzt und halt im Netz findet man ja auch jede Menge dazu. Und dann habe ich aus diesem Interview und aus dem, was ich so durchgelesen hatte, ein Video, erstmal ein Skript geschrieben und habe das dann so aufgebaut, zuerst mal allgemein was über Magersucht erzählt und dann zu diesem konkreten Fall gekommen, weil ich finde es immer ganz gut, erstmal eine Einordnung zu geben und dann das konkret zu machen. Und dann habe ich eben Antworten von ihr eingebaut in diesem Video, in dem sie dann so erzählt, wie sie selber betroffen wurde. Durch Mobbing war es in ihrem Fall auch ganz typisch eigentlich. Und habe dann das immer wieder auf eine allgemeine Ebene gehoben und gesagt, naja, so wie bei Michelle ist es auch bei anderen. Ja, und dann habe ich das gedreht, dieses Video vor der Kamera. Das geht meistens schnell, vielleicht so eine Stunde oder zwei. Und dann habe ich es Was geschnitten. hast du denn eine Profikamera oder ist das? Ja, es ist eine Spiegelreflex von Canon, aber jetzt keine wirklich gute, die ist auch schon ein bisschen älter. Ich will mir echt mal eine neue zulegen, weil das rauscht auf das Bild und so. Bei YouTube tut es auch wirklich so ein günstigeres Modell. Spiegelreflex ist einfach, hat sich so eingebürgert, weil man immer schön mit Tiefenschärfe arbeiten kann. Ist bei mir nicht relevant, weil ich im Hintergrund nur eine weiße Wand habe, aber wenn man halt einen schönen Hintergrund hat, wie du mit dem Bücherregal oder so, da kann man dann schon irgendwie was Cooles machen. Das Einzige, was wirklich professionell ist bei mir, ist das Mikrofon, das so ein Ansteckmikrofon, das habe ich seit einiger Zeit, weil mir der Ton wirklich wichtig ist und ich weiß, dass so 30% der Leute meine Videos nur gucken und nicht hören und den will ich auch einen guten Ton bieten. Umgekehrt. Nur hören und nicht gucken. Richtig, hören und nicht gucken, richtig, hast recht. Genau. Also ein Drittel hört sich nur an, so ein bisschen podcastmäßig. Und ja, deswegen habe ich da irgendwie ein ganz gutes Mikro. Ja, und dann schneide ich das zusammen und dann ist das Video auch schon fertig. Genau. Und dann hast du die Interviews mit eingeflochten, hast das Skript verfasst gehabt und gedreht und dann kommt es gleich direkt ins Schnittprogramm rein und Genau. wie viel Zeit investierst du da durchschnittlich in so ein Video? Also das Aufwendigste ist Also auch eigentlich. dieses Video mit der Michelle von dir angesprochen, werde ich auch gern verlinken, also damit man das Ja. auch reinschauen kann, einmal wie das Ja, gerne, auf jeden ja. Fall. Das ist auch ein Thema, bei dem ich denke, das wird über längere Sicht vielleicht auch Leute interessieren. Ich habe auch mal ein Video über Depressionen gemacht. Das schauen sich auch heute noch Videos Leute an. Genau, und so ein Video, das Aufwendigste ist eigentlich die Recherche. Geht los bei 3 bis 4 Stunden, im Schnitt so 5 bis 6 Stunden, auch mit Skript schreiben. Das Skript schreiben kommt dann immer am Ende. Der Dreh 1, 2 Stunden, der Schnitt vielleicht auch nochmal 2, 3 Stunden, alles in allem 10 bis 15 Stunden, bis Ja, zum um dann 10, 15 Minuten Video zu haben, ja? Ja, genau. Also da, Ich das, weiß das, ja. genau, du kennst es ja auch, und aber oft nehmen die Leute das gar nicht so wahr. Und ich meine, es freut mich ja dann auch, wenn mir Leute schreiben, ich schreibe Ende der Woche eine Klausur über den Vietnamkrieg, kannst du mal bis morgen ein Video machen? Denke ich einerseits, jo, wenn du wüsstest, auf der anderen Seite denke ich mir, ah ja, cool, dass der mir zutraut, dass ich das innerhalb von eines halben Tages hinbekomme, so Ich ein habe Video. keine Ahnung, ja. Genau, aber ja, da steckt oft dann schon relativ viel Zeit und Aufwand dahinter. Und was dann natürlich noch dann kommt, ist, wenn das Video dann online ist, dann kommentieren das ja auch Leute und schicken einem Nachrichten dazu. Und da sollte man sich auch drum kümmern und das ist auch nochmal aufwendig. Also
meistens jetzt in den Sommerferien ist es immer ein bisschen weniger, aber zur normalen Zeit gehen pro Woche schon 30 bis 40 Stunden für YouTube drauf, neben meinem Job. Also das mache ich halt nach Feierabend oder am Wochenende oder so. Wow. Wow, und wenn es die Freundin oder Frau auch macht, dann hat man immer viel gemeinsam Zeit. Ach, es geht, wir teilen uns das ganz gut auf und wenn wir Videos bearbeiten, dann oft zur gleichen Zeit und sogar auch zur gleichen Zeit fertig ist. Hast du dir generell gemeinsame, wie organisierst du dich? Sagen wir so, ja, welche Tools verwendest du für dich, um dich zu organisieren? Ja, ist eine gute Frage. Also das Einzige, was ich habe, ist ein Kalender und wenn ich den nicht habe, bin ich voll aufgeschmissen. Der ist in meinem Handy halt drin und der ist synchronisiert mit dem Kalender meiner Frau und mit dem Kalender auf meinem Rechner und so sehen wir immer, wer welche Termine hat. Das ist ganz praktisch. Vor allem, weil ich halt eben zum Teil selbstständig bin, neben meinen Jobs beim Fernsehen und mit meiner kleinen Firma und das auch. Und in der Firma produzieren Sie das mit dem Harald Lesch? Ja, genau, in Zusammenarbeit mit ZDF. Also es wird gedreht beim ZDF in München, geschnitten dann bei uns. Der Inhalt, also pauschal kann man sagen, der Inhalt kommt vom ZDF, der Produktionsteil kommt von uns. Also genau. Uns ist dann du? Nee, bin ich nicht allein. Also ich habe auch noch ein paar Leute, die dann für mich arbeiten. Okay, aber die machen nicht deine YouTube-Videos, sondern nur das? Genau, also mein YouTube-Kanal, der ist da ein bisschen ausgeklammert, den mache ich allein. Weil das natürlich auch eine Sache ist, die sich nicht auf Dauer nicht refinanziert, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Da könnte ich jetzt schlecht, klar, ich könnte jemanden beschäftigen, der meine Videos schneidet, aber der würde nicht meistens drauf zahlen und deswegen. Naja, es kommt natürlich darauf an, was du in diesen Stunden machst. Ja. Wenn du in den Stunden einen Vortrag haltest, wo du, keine Ahnung, 10.000 Euro kriegst pro Vortrag. Wenn es so wäre. Ja, genau, oder lass es 1.000 sein. Ja. Dann wird wahrscheinlich der das Video schneidet, mit seinen 100 Euro in derselben Zeit immer nur 900 Unterschied haben. Ja, gut, würde aber auch sehen, dass ich dem mehr als 100 Euro zahlen würde, aber logisch hast du recht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite müsste ich dann ja jede Woche einen Vortrag erhalten, für den ich 1.000 Euro bekomme und das ist... Ja, klar, ist schon klar, ja. Logisch, genau, weil ich jede Woche ein Video. Ich wünsche es dir, dass du dorthin kommst, keine Frage, aber ich sage nur, es ist die Möglichkeit immer da, wenn man Dinge nicht so liebt, die dann auszulagern. Auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen, dass ich das Schneiden nicht liebe. Das ist eine Sache, klar bin ich da jetzt nicht so technisch versiert, aber irgendwie gefällt mir das auch und es macht Spaß, da auszuprobieren. Jedes Mal fällt mir irgendwas Neues auf, was ich irgendwie dazulerne. Und irgendwie finde ich das auch schön, dass alles aus einer Hand kommt. Das hat man ja sonst gerade im Fernsehen nicht. Der eigene Chef sein und die eigenen Inhalte selber auch noch zu produzieren, ist einfach richtig cool. Und das fand machst ich auch du so Radio. Bis zum Thumbnail alles selber, oder? Ja, Thumbnail ist wirklich die einzige Ausnahme. Da habe ich jemanden, der das für mich macht, weil so Photoshop und so kann ich gar nicht. Und da habe ich jemanden ganz tollen, den David, der das immer für mich macht und ein super Typ ist und echt was drauf hat. Und das hilft mir schon sehr. Ja, bin ja spät drauf. Es soll Canva ganz toll sein, aber das habe ich noch nicht für mich entdeckt. Ja, ich habe da auch schon diverses ausprobiert, aber ich konnte es einfach alles nicht. Ja, meins ist immer nur Versuche, sagen wir so. Vielleicht, ja. Wenn Sie das jetzt sehen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass es da schon ganz toll ist und ich nur mehr tolle Thumbnails habe. Aber aktuell ist es noch viel Arbeit und okay. Ja, bei mir war das vielleicht, wäre es auch für dich eine Möglichkeit. Ich habe einfach mal in einem Video gesagt, Mensch, meine Thumbnails sehen so blöd aus. Wenn jemand von euch das kann, meldet euch doch mal. Und da haben sich wirklich sehr viele gemeldet. Und ja. Das war total schön. Und dann war ich dann in der komfortablen Situation, auch noch auswählen zu müssen, wen ich da jetzt nehme. Da habe ich, glaube 50 Leute oder so haben sich da tatsächlich beworben. Ich kann ja nichts dafür bezahlen. Aber ja, und so bin ich dann auf den David gekommen. Und vielleicht wäre es auch für dich eine Möglichkeit. Vielleicht schaut ja gerade jemand zu, der für dich Thumbnails machen kann. Gerne. Wenn Sie daheim jetzt zuschauen und meinen, Sie können das und sind da versiert drin, schöne Grafiken für solche Videos zu erstellen, liebend und gerne. Ja. Du machst effektiv jetzt für YouTube keine Werbung mehr für deinen Kanal oder hast irgendwelche Paid Ads oder irgend sowas am Laufen, irgendwelche Campaigns oder so? Nee, gar nicht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt... Hast du so ein bisschen Newsletter und sowas, so dieses ganze Online-Marketing-Zeugs? Ja, da bin ich vielleicht so ein bisschen blauäugig unterwegs oder lass mir da irgendwie was... Nein, du brauchst ja nicht, wenn du brauchst. Aber ich bin so ein bisschen der Meinung, also ich versuche mit gutem Content die Leute zu überzeugen, mich zu abonnieren und hoffe, dass wenn die Leute ein Video sehen, das ihnen gefällt, dass sie dann sagen, Mensch, ich möchte auch die anderen Videos sehen und abonniere ihn. Ich würde das auch... Also mir ging es ja so.
Ja, super, freut mich. Und ich würde das auch wirklich empfehlen, wenn man bei YouTube was startet und so, dass man damit erstmal nicht anfängt, sondern versucht auch über Kooperationen mit anderen YouTubern zum Beispiel, die in einem ähnlichen Themenbereich sind oder auch in einem anderen, mit dem man sich versteht, was zusammen zu machen, weil das steigert auch die Reichweite. Aber das andere, es kostet erstmal Geld und der Ertrag ist relativ überschaubar. Klar, es ist verlockend zu sagen, Mensch, da investiere ich 500 bis 1000 Euro und dann kriege ich, weiß ich nicht, 500 neue Abonnenten. Aber muss nicht unbedingt sein. Deswegen lieber mit gutem Inhalt überzeugen.